Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und wir sprechen heute über die drei Ressourcen, die du hast und die du beim Handel an der Börse richtig einsetzen musst. Welche das sind und wie du sie richtig einsetzt, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ihr seht es, ich habe hier hinten schon was vorbereitet. Es sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, je nachdem, wie, was man sehen möchte. Die einen sagen, okay, das ist ein Daimler-Stern, bloß auf den Kopf gestellt. Die anderen sagen, ein Peace-Zeichen auf den Kopf gestellt, aber es ist keins. Es soll einfach nur wie ein Tortendiagramm sein, weil ich möchte mit euch heute über die Ressourcen sprechen, die ihr habt, wenn ihr Börsenhandel betreibt. Trifft auch auf viele andere Gebiete zu, aber beim Börsenhandel ist es eben gerade relevant und das kannst du jetzt auf den Optionshandel anwenden, das kannst du aber auch auf viele andere Dinge anwenden. So, was sind überhaupt jetzt diese drei Ressourcen? Die erste Ressource, ganz klar, die man natürlich braucht, wenn man irgendwie an der Börse tätig wird, ist ganz klar, das ist das Thema Geld. Das heißt, Ressource Nummer eins, das ist Geld. Was ist die zweite Ressource? Die zweite Ressource, das ist ganz klar die Zeit, die du aufwenden kannst. Also wie viel Zeit hast du, um etwas zu tun? So, und die dritte Ressource, das ist die Ressource Wissen. Diese drei Ressourcen benötigst du unbedingt, um etwas an der Börse zu machen. Also egal, was du dir jetzt anschaust, du brauchst Geld, du brauchst Wissen, du brauchst Zeit, aber, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, viele Leute schätzen vollkommen falsch ein, welcher dieser drei Ressourcen denn am wichtigsten ist, was am unwichtigsten ist, was man eventuell ersetzen kann, beziehungsweise was eher eine Priorität haben sollte als das andere. Fangen wir mal an. Ich glaube, wenn ich jetzt die meisten von euch fragen würde, die hier zuschauen, und das sind ja doch ein paar tausend Leute immer, wenn ich also fragen würde, was ist die wichtigste Ressource beim Börsenhandel oder beim Optionshandel, dann würden wahrscheinlich ganz, ganz viele sagen, naja, ganz, ganz klar, es steht ja auch oben, das ist das Thema Geld. Und ich behaupte mal, das Thema Geld ist die unwichtigste Ressource. Wieso ist das die unwichtigste Ressource? Wenn ich an der Börse etwas machen möchte, wenn ich Optionen handeln möchte, wenn ich Aktien kaufen möchte, dann brauche ich doch dringend Geld. Ja, du brauchst zwar Geld, aber es nützt dir gar nicht so viel. Ich will euch das ganz kurz mal erläutern, wie ich das Ganze sehe. Und zwar, stell dir Folgendes vor. Du hast unheimlich viel Geld. Okay, Geld spielt ab sofort jetzt in deiner Vorstellung hier keine Rolle mehr. So, und jetzt gehst du an die Börse, aber du hast keine Zeit und du hast auch kein Wissen. Was wird dann mit diesem Geld passieren? Du kannst dir, glaube ich, ausrechnen, das Geld wird immer, immer weniger werden, weil, wenn du keine Zeit hast oder nur sehr, sehr geringe Zeit, dann wirst du unter Stress agieren. Du wirst ganz schnelle Entscheidungen treffen müssen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du auch noch kein Wissen hast, ja, dann wird dieses Geld weniger werden. Das heißt also, was viele immer sagen, ich muss unbedingt erstmal Geld haben, um an der Börse aktiv zu werden oder um mich mit dem Thema zu beschäftigen, das stimmt so gar nicht, weil das Geld ist zwar Mittel zum Zweck, klar, ohne Geld kannst du an der Börse auch nichts machen, wobei nicht mal das unbedingt stimmt, aber wenn du eben das Geld quasi an die Spitze dieser drei Ressourcen stellst, dann ist das der falsche Weg. Schauen wir uns das zweite an, die zweite Ressource, und das ist das Thema Zeit. Zeit ist etwas, da kann man ja sagen, okay, im Gegensatz zu Geld haben wir alle die gleiche Zeit. Also das heißt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Aber in der Realität ist es natürlich so, dass wir eben dann doch unterschiedliche Zeit aufwenden können. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht jemand hier bist, der zuschaut, der ein Unternehmen hat, der selbstständig ist, der leitender Angestellter ist, naja, dann wirst du weniger Zeit haben als vielleicht jemand, der momentan gerade eher wenig arbeitet oder vielleicht auch schon gar nicht mehr arbeiten muss, der vielleicht Rentner ist oder vielleicht auch jemand, der Student ist und der auch gerade nicht so viel zu tun hat. So, und wie ist das jetzt mit der Zeit? Viele Leute an der Börse treffen falsche Entscheidungen bzw. entscheiden sich für falsche Dinge, weil sie die Komponente Zeit nicht beachten. Ich will dir was aus der Praxis erzählen. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen etliche Seminare
Und immer wieder sitzen dann Unternehmer hier und wir unterhalten uns und die sagen dann, ah Jens, du pass auf, ich möchte so ein bisschen aktiver an der Börse werden. Und immer wenn ich das höre, wenn jemand sagt, er möchte aktiver an der Börse werden, frage ich mal nach. Weil meistens ist es so, dass das gar nicht der wirkliche Grund ist. Und das Erste, was ich dann immer frage, okay, du möchtest aktiver an der Börse werden, wie schaut es denn mit der Ressource Zeit bei dir aus? Und dann sagen die meisten schon, naja, Zeit, da sprichst du was an, habe ich gar nicht so viel, weil, naja, mit der Zeit ist es halt so, ich habe ja ein Unternehmen, ich gehe früh ins Büro, ich komme abends erst spät wieder und meistens sitze ich auch noch am Wochenende da und mache irgendwas. Und dann sage ich, okay, und wenn du jetzt aber aktiver an der Börse werden möchtest, wann willst du denn das genau machen? Und dann kommt oftmals schon das Nachdenken und dann sagen viele, ja, das stimmt. Okay, und dann sage ich, also pass auf, das, was du machen musst an der Börse, ist nicht aktiver werden und vielleicht noch mehr Zeit investieren, die du ja ohnehin nicht hast, sondern du musst einfach smarter an der Börse sein. Das heißt, versuchen in kürzerer Zeit bessere Entscheidungen zu treffen. Und du kannst dich mal hinterfragen, wie viel hast du denn wirklich Zeit, um an der Börse aktiv zu sein? Und ihr wisst ja zum Beispiel, ich bin kein allzu großer Anhänger von Daytrading. Und der Grund liegt nicht so sehr darin begründet, dass ich sage, Daytrading funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil. Ich kenne sehr, sehr gute Daytrader, die eine Menge Geld verdienen. Aber warum funktioniert es denn für die meisten Privaten nicht? Und da gibt es im Grunde genommen auch hier von diesen drei Ressourcen, eigentlich alle drei treffen dazu. Am Geld scheitert es meistens nicht, weil du kannst Daytrading auch mit wenig Geld machen, ne? Es scheitert natürlich hier einerseits am Wissen, aber was am allermeisten das Problem ist, ist hier der Punkt Zeit. Ne? Warum? Weil viele glauben, Daytrading würde bedeuten, du kommst oder du kannst eben auch mal zwischendurch ein bisschen was machen. Du kannst mal eine halbe Stunde machen. Du kannst abends 20 Uhr nach Hause kommen und kannst sagen, okay, dann daddel ich da noch so ein bisschen rum. Aber die guten Daytrader, zumindest alle die, die ich kenne, ne, also wie gesagt, es gibt immer irgendwas, was ich auch nicht kenne, aber die alle, die ich kenne, die verbringen doch schon relativ viel Zeit vor dem Bildschirm, beziehungsweise selbst wenn sie nicht viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, können sie sich ihre Zeit frei einteilen. Und können also sagen, okay, ich mache am Vormittag zu bestimmten Zeiten sitze ich am PC und ich sitze vielleicht nochmal zur Eröffnung der amerikanischen Börse nachmittags am PC oder ich sitze nochmal abends davor. Aber die sind nicht eingeschränkt in ihrer Zeit. Wenn du jetzt aber ein Angestellter bist mit festen Arbeitszeiten, wenn du jetzt ein Unternehmer bist, der sich primär um sein Geschäft kümmern muss, ne, dann kannst du eben das schon mal streichen. Das heißt also, die Komponente Zeit ist ganz, ganz wichtig. Und genauso ist es auch beim Thema Optionsstrategien. Also wenn du jetzt sehr komplexe Optionsstrategien handeln möchtest, ja, also wenn du sagst, okay, ich will da irgendwelche verrückten Sachen machen, nicht jetzt verrückt in dem Sinne, dass es nicht funktionieren würde, aber die eben aufwendig sind. Wenn ich dann irgendwie lese, ich habe gestern eine Stunde gebraucht, um den richtigen Preis zu finden, dann sage ich, dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Und zwar, dann ist nicht die Strategie falsch, aber deine persönliche Komponente Zeit passt nicht zu dieser Strategie. Ich mache übrigens am Sonntag auf dem Jens Rabe-Kanal kommt ein Video, da geht es um das Thema Details. Und ich will dich jetzt schon bitten, schau dir unbedingt dieses Video an. Denn in diesem Video werden wir auch über solche Sachen sprechen, ne, dass sich viele Leute in Details verlieren, anstatt das große Ganze zu sehen. Wir sprechen aber dann am Sonntag detailliert darüber. So. Also das heißt, auch Zeit ist eine Ressource, die du dir fest einplanen musst und wo du auch mal ganz kritisch mit dir selbst sein musst, wie viel habe ich denn überhaupt Zeit zur Verfügung, die ich tatsächlich aufwenden kann und auch aufwenden will. Weil viele starten am Anfang auch hier beim Optionshandel und sagen, okay, ich kann da schon jeden Tag 3-4 Stunden machen. Ne? Bloß dann im Zusammenhang mit Familie, beruflichen Verpflichtungen, Hobbys, Freizeit, Freunde, stellt sich dann schnell heraus, naja, das funktioniert wohl doch nicht so. Und wenn du dich dann aber für eine Optionsstrategie beispielsweise entschieden hast, die sehr viel Aufmerksamkeit, zeitliche Aufmerksamkeit erfordert, dann ist die von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das wird also nicht funktionieren. Kommen wir zur letzten Ressource, über die ich heute mit euch sprechen will, und das ist das Wissen. Und Wissen wird meiner Meinung nach extrem unterschätzt. Wobei Wissen das Einzige ist, was du wirklich brauchst, um an der Börse erfolgreich zu sein. Weil schauen wir uns mal alles an. Wenn wir jetzt sagen, okay, und wir machen es jetzt nicht so, sagen, warum ist Wissen jetzt das Entscheidende, sondern wir sagen eigentlich, gucken uns mal die anderen Sachen an. Also stell dir Folgendes vor, du hättest Geld,
aber keine Zeit und kein Wissen. Das haben wir schon gesagt. Ne? Du hast Geld, kein Wissen, wie soll das funktionieren? Du hast Geld und keine Zeit, wie soll das funktionieren? Das heißt, Geld ist nicht so primär. So, wie ist es mit der Zeit? Du hättest wahnsinnig viel Zeit, ne? Du hast den ganzen Tag Zeit, aber du hast weder das Wissen, noch hast du das Geld. Wie soll das dann wieder funktionieren? Ja, okay, da wird es der ein oder andere argumentiert, in der Zeit kann ich mir ja dann das Wissen aneignen und in der Zeit kann ich auch das Geld verdienen. Das stimmt, aber erstmal nur primär, nur Zeit allein nützt dir nichts. So, und jetzt kommt dieser entscheidende Punkt, Wissen. Nützt dir etwas, wenn du nur Wissen hast, aber wenig Zeit und wenig Geld? Und wir werden jetzt auch wieder sagen, nein, nützt dir natürlich nicht. Dann sage ich dir, doch, das nützt dir etwas. Weil, wenn du Wissen hast, dann wirst du auch einen Weg finden, wie du mit diesem knappen Gut Zeit und auch mit dem knappen Gut Geld an der Börse erfolgreich sein kannst. Das ist ja beispielsweise der Punkt, nimm einem Unternehmer, der viele, viele Jahre sich ein Unternehmen aufgebaut hat, nimm dem alles weg. So, das heißt, nimm dem das hier hauptsächlich weg, nimm dem das Geld weg. So, wird der trotzdem wieder in relativ kurzer Zeit ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen können? Ich sag mal ja. Also das heißt, du könntest mir heute diese Firma hier wegnehmen und ich bin mir relativ sicher, in einem Jahr würde ich genau wieder dastehen, würde das Gleiche wieder verdienen wie heute, hätte genauso viele Mitarbeiter wieder, würde dasselbe machen wie jetzt. Und warum könnte ich das dann machen? Weil ich etwa Geld hätte? Nein, hast du mir gerade weggenommen. Weil ich jetzt mehr Zeit als vorher hätte? Nein, aber weil ich weiß, wie es geht. Und deswegen ist Wissen wirklich das ganz, ganz Entscheidende. Ja? Also Wissen, das ist wirklich der Punkt, auf dem es extrem ankommt. Und ich höre manchmal das Argument, ich habe nur wenig Geld und deswegen kann ich jetzt beispielsweise nicht in mein Wissen investieren. Ich kann mir keine Bücher kaufen. Ich kann mir keine, ein Buch ist zu teuer. Ja, also das ist für mich sowieso das Mega-Argument. Also wenn einer sagt, das Buch kostet 35 Euro oder 30 Euro oder 19 Euro, das ist viel zu teuer. Ich habe gar nicht so viel Geld. Ich muss erst mal Geld verdienen, damit ich mir sowas leisten kann. Wie soll denn das funktionieren? Ja, also das wäre ungefähr so, wie wenn man sagen würde, okay, pass mal auf, ein Medizinstudium, ja, kostet, keine Ahnung, 300.000 Euro und wir machen es aber erstmal so, du fängst erstmal als Arzt an und wenn du dann 300.000 Euro verdient hast, dann kannst du auch das Studium hinterher machen, weil du dir das dann leisten kannst. So, da würde ich sagen, was ist denn das für eine verrückte Logik? Aber an der Börse machen das die Leute so. Die sagen, okay, ich bin nicht bereit, am Anfang in dieses Thema zu investieren und zwar sowohl Geld als auch Zeit und wollen trotzdem an der Börse loslegen. Aber wenn du das nicht hast, wie soll denn das funktionieren? Du hast viel Geld, du bist Multimillionär, okay? Hast aber überhaupt keinen blassen Schimmer. Was wird mit deinem Geld passieren? Das wird verschwinden. Das sehen wir zum Beispiel doch immer bei Leuten, die unerwartet und schnell zu viel Geld kommen. Ne? Also jetzt nicht durch irgendwie eine unternehmerische Tätigkeit zum Beispiel, weil sie im Lotto gewinnen, weil sie erben und so weiter. Und was passiert ganz, ganz häufig? Die verlieren all dieses Geld wieder. Und warum verlieren die dieses Geld? Weil die einfach das hier nicht haben. Die haben vielleicht dann sogar das, weil sie sagen, ey, ich kündige meinen Job und ich habe jetzt wirklich viel Zeit. Also das heißt, die haben jetzt diese tolle Kombination Geld und Zeit, aber ohne Wissen funktioniert es eben nicht. Ne? So. Oder wenn es Leute gibt, die viel Zeit haben, so, bringen die oftmals was zustande, auch meistens nicht, wenn diese Komponente hier nicht da ist. Und deswegen möchte ich dich einfach bitten, dass du mal auch jetzt dieses Video so als kleinen Anstoß nimmst und mal sagst, okay, wie viel habe ich denn von diesen drei Ressourcen? Also stell dir einfach vor, dein Ziel, ich hoffe, du hast ein Ziel und du sagst, okay, ich möchte beispielsweise ein erfolgreicher Börsenhändler werden. Ich möchte ein erfolgreicher Optionshändler werden. Und jetzt sagst du mal, okay, was ist denn dafür notwendig? Also was glaubst du, wie viel Geld benötigst du? Wie viel Zeit benötigst du? Wie viel Wissen benötigst du? Und frag dich mal in all diesen drei Kategorien, in diesen drei Ressourcen einfach mal ab und sag dann, okay, wo stehe ich denn dann überhaupt? Ne? Und je nachdem, wo du feststellst, was du zu wenig hast, musst du etwas ändern. Aber jetzt nicht dahingehend ändern, dass du sagst, ich muss mir von dieser Ressource mehr schaffen, sondern du musst diese Ressource anpassen. Also, Beispiel. Du stellst fest, dass du zu wenig Zeit hast, ne? Weil du eben beispielsweise beruflich eingespannt bist.
Jetzt gehen viele her und sagen, okay, wie kann ich mir mehr Zeit schaffen? Das ist aber der falsche Weg, sondern der richtige Weg wäre, ich habe nur eine begrenzte Ressource Zeit und wie kann ich jetzt meinen Börsenhandel, den ich betreiben möchte, so anpassen, dass ich ihn in der mir vorhandenen Zeit umsetzen kann. Nächster Punkt. Du sagst, okay, ich habe eine bestimmte Summe Geldes zur Verfügung. Und ich sage, ah, stimmt, wenn ich jetzt das Zehnfache hätte, wäre es viel leichter. Ja, das stimmt, aber du hast nicht von heute auf morgen das Zehnfache. Also das heißt, du musst dir zwar Gedanken machen, wie kommst du zu mehr Geld, aber noch viel wichtiger ist, wie kannst du denn jetzt sinnvoll dieses Geld einsetzen? Und wenn eben jetzt jemand sagt, er hat 5.000 Euro, machen wir mal das Beispiel, ne? Er hat 5.000 oder 10.000 Euro, so, dann wissen wir alle, von 5.000 oder 10.000 Euro wirst du primär nicht leben können als Börsenhändler, sondern das kannst du maximal nutzen, um anzufangen. Und jetzt ist es aber auch so, stell dir mal vor, du machst jetzt eine wahnsinnig komplizierte Strategie, die enorm viel Zeit erfordert und trotzdem wird der Return darauf in absoluten Zahlen betrachtet ja nicht groß sein. Ne? Stell dir mal vor, du machst, komm, wir gehen mal hoch, du machst 50% im Jahr und du hast 10.000 Euro. 50% im Jahr ist super, aber bei 10.000 Euro, naja, ist es das wirklich wert, für 5.000 Euro jeden Tag 6-7 Stunden was zu machen? Also das heißt, du könntest in der Zeit viel, viel einfachere Dinge machen, um Geld zu verdienen, anstatt Börsenhandel. Das heißt, es ist natürlich richtig, dass du Börsenhandel machst, dann mach es aber ganz einfach, okay? Dann mach eine ganz einfache Strategie, sag, okay, ich brauche keine 50%, mir genügen auch 8% im Jahr, aber in der Zeit, die ich dadurch einspare, weil ich nicht mehr 5 Stunden am Tag vorm Rechner sitze, kann ich etwas machen, wo ich Geld verdiene und vielleicht jeden Monat hier 500 oder 1000 Euro noch einzahlen kann. So, und letzte Ressource, natürlich das Thema Wissen. Frag dich einfach mal, was habe ich denn überhaupt für ein Wissen? Sitze ich oftmals vor dem Rechner und verstehe, was da drin passiert? Verstehe ich, was an den Börsen passiert? Kann ich mir Dinge erklären? Oder bin ich auf der Suche nach jemandem, der mir sagt, erklär mir mal, warum ist denn das gestern passiert oder warum ist denn das gestern passiert? Und wenn du das hast, was nicht schlimm ist, ne, dann musst du einfach sagen, okay, investiere Zeit, investiere Geld, um diese Ressource aufzufüllen, weil diese beiden Dinge, egal wie die sind, ohne das wirst du nicht vorankommen. Und das musst du dir einfach bewusst machen. Und deswegen investiere unbedingt in die Ressource Wissen. Das ist die einzige Ressource, die du dir selbstständig aufbauen kannst. Du kannst dir nicht mehr Zeit schaffen, du kannst auch nicht einfach jetzt so dir mehr Geld schaffen, aber mehr Wissen kannst du dir schaffen. Und wenn du mehr Wissen hast, bekommst du automatisch mehr Zeit und bekommst du automatisch mehr Geld. So, und du weißt, es gibt viele Wege, wie man sich Wissen aneignen kann. Wenn wir dir helfen sollen bei diesem Thema, dann trag dich hier unten ein. Der Link ist hier unter dem Video. Wir machen ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Wir erstellen für dich eine Strategie, wie du dir dieses Wissen aufbauen kannst. Wir analysieren, wo stehst du gerade, wo willst du hin? Und dann schauen wir mal, ob wir da gemeinsam was erreichen können. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Habt ihr schon für euch selbst mal so eine Analyse gemacht? Wenn ja, was ist rausgekommen? Mal gucken, ob da jemand eine ehrliche Antwort abgibt. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euch viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.